Liebe Fische, das ist die allgemeine Monatsprognose für August 2020. Bis zum 8. August bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Beziehungen können herausfordernd sein. Wenn du Elternteil bist, dann können es Schwierigkeiten mit einem Kind entstehen. Während der ersten Monatswoche könntest du dich etwas zurückziehen, weil du dich nicht zutraust, eine Sache oder Person direkt zu konfrontieren. Zwischen 1. und 4. des Monats haben wir Mars Quadrat mit Jupiter. In Sachen Geld und materiellem Besitz gibt es im Laufe des Monats große Gefahren, aber auch große Chancen. Eine einzige Entscheidung kann dein Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage ausmachen. Es kann sein, dass du erforderlichen Maßnahmen ergreifen musst, damit du dir deine finanzielle Zukunft sichern kannst. Am 3. August haben wir den Vollmond in Wassermann. Du könntest dich um eine andere Person kümmern. Es gibt eine Sache zu beenden, die ein gewisses Risiko beinhaltet. Zwischen 10. und 13. bilden Mars und Pluto einen Quadrat zueinander. Eine große Geldinvestition wäre im August extrem ungünstig. Ein Mann kann dir viele Unannehmlichkeiten bereiten. Es kann sich hier um einen Bruder oder Lebensgefährten handeln. Am 14. haben wir unseren Mond in Zwillinge und er bildet einen Sextil zu Mars in Widder. Der Kontakt zu einem Geschwisterteil oder Familienangehörigen kann von Bedeutung sein. Am 15. läuft Uranus rückläufig in Stier. Bis Anfang 2021 solltest du in vielen Lebensbereichen etwas flexibler sein, damit es dir möglich ist, deine persönlichen Projekte zu realisieren. Du wirst viele Umwege gehen müssen und viele Dinge ausprobieren, bis du zu dem kommst, was wirklich deiner Wahrheit entspricht. Zwischen 16. und 18. August bilden Venus und Uranus einen Sextil. Neue Unternehmungen mit einem geliebten Menschen können sich ergeben. An diesen Tagen ist es wahrscheinlich, dass du schöne Momente mit deinen Mitmenschen erlebst. Am 19. hast du einen Neumond in Löwe. In den Bereichen der Liebe und Beziehungen dürfte eine neue Situation entstehen, in der deine Führungsfähigkeit und persönlicher Einsatz besonders erforderlich sind. Bis Mitte September darfst du dich nicht zurückziehen und hoffen, dass sich alles von alleine regeln wird. Du solltest eine Angelegenheit aktiv regeln. Das ist ganz wichtig. Zwischen 20. und 24. haben wir Mars Quadrat Saturn. Ein Mensch kann sehr kritisch gegenüber eines anderen sein. In den Bereichen des Geldes und des eigenen Einkommens gibt es eine gewisse Blockade oder Spannung, die sich als unvorteilhaft erweisen kann. Zwischen 25. und 29. haben wir Merkur Trigon Jupiter. Ein Ausflug oder Feier können bei vielen vorkommen. Zum Schluss haben wir eine Opposition zwischen Venus und Pluto zwischen 30. und 31. August. Das heißt, jemand möchte seinen Enthusiasmus und seine zahlreichen Ideen mit dir teilen, aber wahrscheinlich bist du nicht bereit, dich mit einem Menschen zu beschäftigen, von dem du kein gutes Bild hast. Meine liebe Fische, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du eine spezifische, individuelle und genauere Vorausschau brauchst, meine Kontaktdaten findest du unten bei der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Glück und Erfolg in August 2020.